Ja! Ich bin schon da. Erstmal die Glücksbringer finden. Hier hast du einen Glücksbringer. So, du kriegst auch nochmal einen. So. Dann wollen wir mal. Muchachos, herzlich willkommen bei einer fettgeilen Folge GTA. Heute extra geil, denn Deko ist nicht mit dabei. Der hat immer noch technische Probleme, ihr kennt es. Als Ersatz habe ich heute dafür den Anime-Fan. Anime-Fan, du musst heute dafür auch richtig krass rumschreien. Oh nein! Wenn du mal Bescheid weißt. Ich trete heute gegen Anime-Fan an in einer Level-Loser-Map. Es geht um Obstacle Wallride und Torsprung. Und Anime-Fan hat gerade schon gesagt, er ist der Meister des Torsprungs. Aber ich glaube, Anime-Fan, da kennst du die Gelinda noch nicht. Oh, die ist sehr charmant immer zu mir. Ja, was? Gelinda gehört mir, mein Lieber. Ja. Bitte dich. Und wenn du das Schreien haben willst, kann ich so machen. Oh, Scheiße! Ah, da hören wir noch mal ein bisschen. Deko ist das schön. Genau, du musst jetzt ab und zu einfach mal so ein paar Deko-Lines rausdrücken. Links oder rechts? Ich fahr rechts rum. Ich fahr auch rechts rum. Damit die Leute auch ein bisschen Deko hören können. Wow! Rutscht der? Enges Flöschlein. Also Anime-Fan ist hardcore trainiert. Oh, denn er ist immer ordentlich dabei, die Sprong-Maps zu zocken. Und ihr wisst, Sprong ist einfach richtig krank. Ja, gleich verkackt mit dir. Ich würde sagen, damit es noch mal ein bisschen lustiger wird hier. Nein, hat er euch getroffen. Ciao. Scheiße. Oh, fick den Arsch. Oh, schade, das ist ein bisschen leise. Kannst du noch lauter machen? Das wäre geil. Du müsstest dich lauter drehen können. Geil. Nur die anderen regen sich mal auf, dass er zu laut ist. Go, go, Deko, 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 Deko. Nein, nein, nein. Außer Tierer. Ah. Ah, Digga, wenn ich dich hier fertig mache, ne, das wäre schon hart peinlich, glaube ich. Ja, unbekannte Map halt. Hm. Ich lasse halt gern Vorsprung. Proposo. Es ist einfach der legendäre, unschlagbare... Allseits bekannter Pro-Busse! Niemals. Niemals. Okay, also den ersten Punkt habe ich. So, jetzt habe ich natürlich Angst. Oh fuck, oh fuck! Au, oh, ich liebe das. Das könnte schon der Torsprung sein. Gelinda? Gelinda mag dich nicht. Ich hoffe, du magst mich. Gelinda! Sei bitte auf meiner Seite, Gelinda. Niemals. Oh, wow. Zu hoch. Shit. Schade. Also wir sagen... Anime-Fan, wir sagen direkt durchspringen, ja? Nicht auf der Plattform landen. Okay, das Schmuf. Ist anfordernd. Ein schmoofes Toast muss es werden. Ein schmoofes Toast. Mhm. Nein, da ist er ja schon! Alle ohne Schießen, ja? Schießen tun nur Ehrenlose. Ab jetzt. Ab jetzt? Ab jetzt. Ach du meine Herren, mit Stoppschild sogar. Ah, jetzt hast du es aber auch First Try geschafft, ne? Dann hättest du auf jeden Fall jetzt meinen Mabossa Luck gepachtet. Emschi schmeißt einen ab. Oh nein, 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 noch ein bisschen weiter höher. Aber es gewinnt. Gleich habe ich dich. Verkarren an den Fan, links, rechts, geradeaus. Hoch, runter. Nein. Oh ja. Hoch. Oh. Es war wieder so schön knapp. Ja, das Stoppschild hat mich leider nur erwischt. Das aber kriegen wir hin. Nein, schon wieder dieses Stoppschild. Oh. Digga, ein bisschen weiter höher. Ich bitte dich, das ist doch nicht so schwierig. Also hoch komme ich genug. Glücksbringer. Warte, dem bleiben Glücksbringer? Niemals. Hallo, das ist wirklich nur ein Glücksbringer. Ich bitte dich. Ich war viel zu hoch. Nein. Das wäre auch zu schön gewesen. Hier, Anime-Fan, hier, bleib doch mal hier jetzt. Hallo. So. So, Glücksbringer, jetzt schaffst du es hundertprozentig. Der Junge, ich springe immer viel zu hoch. Ah, schade. Selbst mit Glücksbringer nicht. Gib mir mal einen Glücksbringer. Warte mal. Funktioniere dann besser. Ja, ja. Ich bin schon da. Erstmal die Glücksbringer finden. Hier hast du einen Glücksbringer. So, du kriegst auch nochmal einen. So. Dann wollen wir mal. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr so hoch abschwimmen, Freunde. Es wäre auch zu schön gewesen. Direkt mit Glücksbringer durch. Ah. Ja, ein schmuffes Toast ist schwierig, ne? Ja. Oh. Was Schlimmes dabei ist dieses nervige Stoppschild. Nein. Hallöchen. Diesmal war ich gut vom Winkel, aber leider wirklich Stoppschild voll im Weg.
Vor allem, du kannst nicht abtimen, du siehst nicht, wo das Stoppschild ist. Man sieht gar nichts. Einfach YOLO drauf los hier. YOLO! Nein, YOLO. Diesmal war was offen, aber ich... Nein! Wir sehen uns dann im Ziel! Nein. Oh. Ist das schön. Boah, ist das hardcore zum Anfang. Nein, ich will dich noch einsammeln. Schade. Ey, das war wirklich haarig. Hm. Also, Anime-Fan, du darfst den Punkt jetzt so nehmen. Es muss kein schmutziges Toast mehr sein. Hallo, das meine nochmal... Ehre lässt das nicht zu. Okay. Okay. Weiter geht's. Wie viele Points haben wir hier noch? Wir haben immer noch 15 Punkte. Wow. Und außerdem YOLO-mäßig ein fahren hier Sensei Anime-Fan. Digga, Sensei Pro Bosser. Sensei braucht keine Hilfe. Ich weiß nicht, wo lang. Hallo. Oh, Labyrinth? Nee, ich bin einfach gerade nur dämlich gefahren. Ich glaube, ich muss einfach schneller fahren. Hier muss ich jetzt lang fahren. Ein bisschen mehr Speed holen. So. Und gib ihn! Gib ihn? Digga, ihm? How is that even possible, bro? Oh, hört sich geil an. Geil. Geil. Wo sind die Deko-Sounds? Ich will noch mehr Deko-Sounds. Nö, grad nicht. Nein. Erst wenn du das verdaust. Ey, ganz ehrlich, wo muss ich hin? Aber ich könnte dir was anderes geben jetzt erstmal. Du bist ein Schwätzer. Schwätzern zuzuhören macht mich durstig. Jetzt müsste ich ein Monster trinken. Das wäre geil. Hast du es auch erkannt? Nein, leider nicht. Was? Game of Thrones. Was? Der gute Bluthund. Alter, Digga. Ihr habt den nächsten Punkt. Er hat den nächsten Punkt. Nein. Damit ihr auch Deko nicht vermisst, Freunde. Nein, hier drauf, oder? Digga, wohin? Oder ach, da! Nein! Digga, Pro Bosser! Mit seinem Glück mal wieder. Zion. Oh, ist das schön. Wenn man schaut, ob Anime-Fan sofort weiß, wo er hin muss. Das ist ja irgendwie so eine Krankheit von den Losers. Ja. Dass wir echt blind sind. Also wirklich sehr, sehr blind. Das nutze ich auch sehr oft aus bei meinen Maps. Okay, also die Blindheit ablegen, also wie oft wir geflamed werden, weil wir irgendwelche Sachen nicht sehen, das ist echt unglaublich. Es tut uns leid, Muchachos, es tut uns leid, jetzt im Namen von Deko auch. Was? Da ich das einfach mal. Okay, dahin. Oh, ich würde sagen, Anime-Fan, schon das Ziel? Mein Ziel! Was? Nein, wäre auch sagen. Zu schön gewesen. Aber ich glaube, viel kommt da nicht mehr. Oh, das wäre schön. Das wäre wieder so ein Sieg für die Ehre. Ah. Ehrensieg! Hä, wieso ich denn da hinkommen? Oh. Hä? Nein, zu weit! Ah, okay, ich glaube, so muss ich fahren. Ich hoffe. Er wusste auch nicht direkt, wo es lang geht. Easy. Ey, Junge, was ist das hier für eine Auffahrt? Interessant ist. Aber ich liebe was Neues zu sehen, weil das kann man dann schön nachmachen. Hat das schon den Punkt? Okay, dann habe ich da wahrscheinlich wieder irgendwas nicht richtig gemacht. Höchstwahrscheinlich. Anime-Fan. Oh, da drückt von 19, sage ich. Und jetzt sage ich 14 von 19. Und es wird immer weniger. Hast du die Querkippen hier genommen oder wie bist du? Ich glaube, du hast es falsch gefahren. Ich sage nichts, Daddy. Ich gehe von aus, dass er falsch gefahren ist, Freunde. Würde ich hier jederzeit wetten. Bin hundertprozentig falsch gefahren. Okay, ich sag's dir. Ich bin von der roten Tube da in diesen Aussortierer reingefahren. Und von dem Aussortierer auf die rote Rampe. Ah, okay. Das ist falsch. Das ist falsch? Ja, weil ich schätze, du musst das hier machen, was ich gerade mache. Okay, aber ich habe es Pro-Bosser-mäßig gemacht. Hoffentlich. Ich mach's wie ein Profi, ich mach's richtig, Freunde. Ja, guck mal, so perfekt in die rote Rampe rein, Freunde. Er sagt perfekt. Okay, bin ich aber gespannt. Erstmal respawn. Jetzt ich wissen, ja. Okay. Dann wollen wir mal, aber eine geile Idee hier, das so doppelt gemoppelt zu verwenden. Doppelt gemoppelt hält besser. Oh, okay. Aber man kann auch wieder sagen, wenn ich die ganze Zeit den Marvin höre. Ja, was für ein Laberkopf er ist, Alter. Wenn Anime-Fan schnell ist, kann er mich eiskalt hier noch einholen, weil ich wirklich so lange wieder rumgepümmelt habe. Geil. Nein.
Digga, wie fahr ich denn? Konzentration, Probossa, come on. Ohne Deko fährst du nicht gut, hab ich mal gehört. Ja, ich brauch einen, der mich die ganze Zeit zulabert. Die ganze Zeit zutextet. Ah, okay. Und mich beleidigt. Dann bin ich am besten. Okay, das sind paar... Hast du eine Beleidigung drauf? Ja, was für ein Laberkopf du bist. Ey, ich fahr doppelt dagegen. Das ist so krank. So krank. Freunde, ich glaube, ich komme näher. Ich kitzel schon mal Bossa. Nein. Digga, jetzt aber. Der ist wirklich da, please. Alter, ich hau gleich meinen Stuhl. Ich gehe davon aus, hätte ich so wie du gemacht, wäre schneller hier gewesen. Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, Freunde, ich spüre Angst. Digga, so schlecht von mir, so schlecht. Komm, Deko, Spende. So, 15 von 19. 16 von 19. Freunde, Alter. Spürt ihr die Angst? Nein. Ich spüre die Kraft in mir, die mich weitertreibt. Durch diese fremde Welt. Digga, nur einmal diesen Punkt schaffen, ja? Oder einmal nur dieses Hindernis, das würde ich wahrscheinlich alles direkt schaffen, aber... So, Freunde, also ich will andersrum auffahren. Ja. 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 Come on. Das ist aber böse. Nein. Digga, wie... Alter. Was? Oh mein Gott. Was ist das? Ich hab das noch nie gesehen. Wow. Okay, Anime-Fan. Jetzt nehme ich die Niederlage an, weil... Nein! Das ist mir zu random. Alter! Wo fährst du denn hin, Digga? Ich wollte mich mal einpacken. Alter, sowas habe ich ja noch nie gesehen, was da kommt. Und ich fahre zu 99% gegen diesen scheiß dreckigen Looping. Interessant. Ich wollte dich nicht abschießen. Nicht... Wow. Ciao! Hallo! Nicht gucken, Anime-Fan, nicht gucken. Nee, ich wollte dich einfach mal Wollrad runterholen mit einer Rakete. Ach so, ich verstehe. Ey, NPC, verpiss dich. So, Freunde. Cookie, Marvin. Oh, tschüss, Marvin, sah geil aus. Ist schön, bei mir hast zu sehen. Hast du gesehen, was da noch kommt, Anime-Fan? Na, ich fahre gerade einfach so. Also, die AdWords, kein der Problem. Der Aussortierer da am Ende, da frage ich mich, wie? Was ist das? Ich hab das gesehen und dachte mir so, wie soll das gehen? Ah, okay, ich hab die Lücke gefunden, ich weiß, wo ich durchkomme. So, Freunde, ich hab's gesehen, jetzt sag ich First Try. Digga, wie? Unten ist ein Löschlein drin. Ja, ich weiß, da bin ich mal lang gefahren, man muss ja auch Glück haben, so ein bisschen, ne? Ja. Kennst du diese Scherenaussortierer? Ho! Komm, nicht mehr verkacken jetzt, Probosser! Nicht mehr... Und verkackt. Oder wir können sagen, Marvin hat es. Und ich würde sagen, abbremsen. Ja. Vor Anime. Nein. Ja. Okay, er hat einen Vorteil, er hat es schon häufiger gesehen gerade. Ja, hergestellt. Oh, es war doch einfacher als gedacht. Man muss es nur einmal gesehen haben. Ich würde sagen, man muss nur einmal ins Löschlein reinkommen. Puh. Alles davor ist ja schön einfach so gesehen. Die AdWords... Ja, das geht. Da hatte er aber richtig nasses Höschen gerade, der Marvin. War so nah dran. Mein Höschen ist immer nass, Anime-Fan. Oh, okay. Oh, ja. Yeah. Ups. So, direkt durchgekommen, ohne Probleme. So. Da kommt er. Jetzt kommt nur noch ein Waggon, wo du reinfahren musst. Wow. Und? Waggon? Nein! Also, ich kann sagen, Waggons? Ich kann das aber nicht, das ist so mein Kryptonit. Kannst du keinen Waggon, das ist wirklich dein Kryptonit? Ja. Echt? Ist ja genau wie bei Kev. Waggons, das ist wahr. Dann. Das gefällt mir. Oder Sommerkinder ist auch heftig. So. Aber jetzt habe ich gesehen, jetzt weiß ich, wo er kommt. Schlimmste wird nur der Aussortierer sein, den zu treffen im richtigen Moment. Ja. Ja, der kommt genau dann raus. Ja. Komm, Anime-Fan! Ich bin mittlerweile die Scherenaussortierer gewöhnt, die machen mir mehr Spaß.
Die guten alten Scheren. Ja. Wobei ich habe mittlerweile noch eine krankere Version der Schere gefunden. Die wird ihr in meiner nächsten Map kennenlernen. Okay. Eine Schere, wo auch Zuhe-Tore drin sind. Alter, was? Ja. Das ist doch einfach richtig random, oder? Nein, du musst einfach richtig im Winkel fahren. Puh. Das ist heftig. Ja, die Russen bringen mich auf sehr, sehr dumme Gedanken. Ah! Komm, oh. Anime-Fan, bitte nicht. Scheiße! Oh, fick den Arsch! So, damit wir nochmal für den Deko geehrt haben, Freunde, und jetzt rein. Genau, eine Ehrung von Deko und jetzt, komm, gib ihn. Oh, er wird auch noch frech. Wir spielen Hasenjagd. Komm, jetzt nicht mehr verkacken. Tor geht auf. Tor geht auf. Nein, in dem Moment geht das zu. Oh. Die Frage ist... Anime-Fan, so langsam wird's peinlich. Ja. Ich hab dich hier als Mega-Profi dargestellt. Wow. Das ist immer ein Problem, wenn du ein ganz neues Element hast. Die musst du erstmal kennenlernen. Ups. LOL, ich hab dich aus Versehen umgebracht. Ich muss den Scheiß jetzt normal machen. Aus Versehen. Was? Wow. Kann man sagen. Dankeschön. Das ist echt random. Und jetzt verkackt er und ich werde erster, Freunde. Das ist echt random hier. Please. Mann. Mama Maria Pizzeria. Stimmt, ich habe ganz vergessen, dass da gar kein Punkt mehr war. Wow, ich mach grad so viel. Oh. Aber ich muss einspielen, wenn ich sowas habe. Wo ist es? Gib ihn, aber ich bin direkt wieder First Try durch. Ja. Gib mir eine Sprong Map, da halte ich 5 Stunden durch, aber bei so einer Kacke hier. Die junge Dame kennst du auch. Natürlich, Entenkönigin. Ja. Digga, wir haben es direkt wieder geschafft, ja? Nice. Oh, war das close. Heidewitzka. Komm da jetzt. Da kommt da. So, Freunde, jetzt machen wir es aber wahr, wenn die Aussortierer raus wollen. Aussortierer finde ich immer das Schlimmste. Gibi! Der geht gerade auf, das heißt, jetzt geht er wieder auf. Jetzt können wir schnell fahren. Wow. Also das Ding ist ja echt heftig hier. Alter, das wird wieder für... Warte mal. Eins, oh, ist zwei, das schön. Drei. Oh, es war ja sonst immer so, dass Anime-Fan in seinen Maps uns hardcore rasiert hat, ne? Und jetzt könnten wir es ein wenig zurückgeben. Ja, der Vorteil ist, wenn du deine eigene Map kennst. Das ist immer noch ein entscheidender Vorteil. Und ich würde sagen, wenn wir in der Sprung-Map gehen, dann antreten, verlierst du auch. Na, natürlich. Bitte dich. Wobei, du kannst mich natürlich überraschen. Ich überrasche immer gerne. Hm. Komm jetzt aber, jetzt hier, ne? Jetzt wird es nämlich peinlich, ja? Jetzt wird es langsam echt peinlich hier. Ey, Junge, dieser Aussortierer. Ich habe noch nie so einen Doppelten gehabt. Anime-Fan. Ja, wenn die zu sind, kannst du halt nichts machen. Das kennst du doch, das Problem. Und man kann auch nicht auffahren. Ich kenn das Problem nicht, weil ich Pro-Bosser bin. Für mich gibt's keine Probleme. Ach ja, ich wette mit dir, du schaffst es jetzt nicht ein drittes Mal. Deal, check. Okay, ich respawn. Oh, er hat echt die Eier. So, Freunde, das gefällt mir. Er nimmt die Challenge an. Alle guten Dinge sind 3. Wenn er es jetzt schafft, dann kann ich Alt F4 drücken. Okay. Alter, 4 Challenge! Ja. Ich finde nur das hier schwierig, ganz am Anfang. Oh, das finde ich komisch, aber sehr einfach. Ich mag nur Aussortierer nicht. Diese. Okay, das haben wir. Jetzt müssen wir nur noch den Aussortierer hinkriegen und dann. Muss Anime-Fan, Alter 4! Nein! Ja. Ich wäre gerade zwischen den beiden durchgefahren. Ja, wieder geschafft! Jetzt muss ich nur noch. Nein! Nur noch den Waggon hinkriegen! Anime! Er hat echt. Niemals! Anime! Er hat echt. Wow! Ich bin leider direkt reingesprungen, es tut mir leid. Ist kein Problem, ich habe ja alles gesehen, aber. Wow, das ist dreimal eiskalt fürs Streicher, Freunde. Wow. Digga! Mein Name ist nicht von ungefähr, ich bitte dich. Noob Bosser? Noob
Pro-Bosser, Hashtag Pro-Bosser in die Kommentare. Oder Goldfisch-Bosser. Pro-Bosser. Ah, ich würde sagen, Anime-Fan, so eine kleine Map machen wir nochmal an. So eine 5-Minuten-Challenge wäre immer ganz geil. Oh, hört sich gut an. Machen wir. Tut mir, Freunde, im zweiten Rennen mache ich ihn richtig fertig. Zweites Rennen, Airport Parkouring. Und ich würde sagen, Anime-Fan, jetzt heißt es schwitzen. Hardcore Tryhard. Es wird nicht aufeinander gewartet. Und wer als erstes im Ziel ist, der fährt aber rein. Okay. YOLO. YOLO! Alles erlaubt, alles erlaubt. Lass Nein, ihn nicht durch, lass ihn durch. Komm zu Daddy! Daddy! Oh ja, oh ja. Oh ja! Nein! Ich hoffe, er hat es nicht geschafft. Schade. Oh. Hallo. Achso, hier war direkt ein Punkt. Oh, okay. Du, hallo? Du hast gesagt, alles ist erlaubt. Nein, außer schießen. Das war nicht geschossen. Außer schießen. Okay. Keine Annäherungsminen, ja? Und keine Abwoppen. Wow, ist das ein bisschen aber so. Digga, ich kann mich da nicht richtig drauf drehen. Was ist das für eine Kacke? Ich muss sagen, die ist sehr unsauber gebaut, leider. Unschmuff, ja. Da bin ich Besseres gewohnt. Schön, wie ist das eigentlich, wenn du Map spielst, gerade als Mapperbauer selber, bewertet man doch dann auch alles, oder? Ja. So, oh, das ist aber richtig scheiße hier so. Ich würde sagen, das sind schon Abzüge in der B-Note. Das sind grobe Fehler, Alter. Ich, da muss ich ja sagen, ich und Ares haben auch eine Reihe, da schicken uns Leute Maps zu und wir bewerten die. Oh. Und hattet ihr schon Einser-Kandidaten? Ja, da waren ein paar Stück bei, die waren richtig geil und es gibt mittlerweile auch zwei, drei, naja. Ah, okay. Sehr viel Scheiße. Sagt ihr denn auch, seid ihr ehrlich? Sagt wir ihr, sind ehrlich, wenn uns das nicht gefällt. Mui Scheiße. Ja? Ey, Junge, der sagt, beleidigst du dann auch die Leute so? Aber beleidige warum nicht, wer sagen so frech und schickt mir so eine Scheiße, auch so in die Richtung? Nein, so frech sind wir nicht. Wir sind ehrlich. Wenn etwas okay. Scheiße ist, sagen wir also das. Sagt ihr, bitte schickt mir nie wieder so eine Scheiße. Ja, und wir geben auch Verbesserungsvorschläge. Digga, ich kann da einfach nicht auffahren. Ich hab doch kein einziges Mal geschafft. Ich auch nicht. Weil der Wallride sitzt zu weit, wenn du oben bist, links hey. Auf. Der müsste mehr mittig aufsitzen. Okay, geht schon mal gut los hier. Weil der müsste näher am Flip sitzen. Es will einfach nicht. Ich habe ein, zwei Mal schon geschafft, dass ich so ein bisschen drauf war, aber... Ja, aber dann rutschst du sofort runter, weil du zu viel Luft am Anfang hast. Ah! Ja, warte mal, vielleicht ein bisschen... Ne, langsamer auch nicht. Eigentlich noch schneller fahren. Du musst noch schneller fahren. Das ist die einzige Möglichkeit, sonst... Oh. Ja! Oh. Oh. Er hat es! Daddy. Schneller gemacht. Was heißt schneller? Ich konnte mich dann noch auffangen, nachdem ich mich fast überdreht habe. Also ich habe mich auch überdreht, bin gerade so in die Tube reingekommen. Haarscharf, mein Bester, haarscharf! Ja, ich habe auch überdreht. Oh, verdammt! Ja... Yeah. Also das ist auch ein Tipp, Freunde, den ich geben kann. Wenn man das langsam ist, ja. Oh. Den Punkt weiter hinten setzen, damit man schnellere... Jetzt kommen hier die Tipps hier. Oh, oh! Uhu! Buzzer! Man sieht ja, mit mehr Geschwindigkeit ist es möglich, Freunde. Ah. Und das war nämlich nervig, wenn man am Anfang immer zurückfahren muss. Ach so, ja, das stimmt. Das stimmt. Das hast du ja auch irgendwann gemastert, oder? Ja. Oh. Ey, Junge, Junge, Junge. Anime-Fan, du wirst sehr losert. Freunde, ich glaube, die brauchen nochmal eine richtige Bestrafungsmap von mir. Please. Ah, oh, ist das schön. Hat euch die letzte Lektion nicht gereicht? Nein, noch nicht. Bitte dich, Anime-Fan. Sie wollen mehr. Jetzt wird hier ordentlich geschäft, meine Freunde. Jetzt seht ihr nicht die Zerstörung der CDU, ihr seht jetzt gerade die Zerstörung von Anime-Fan. Oh, ich habe auch immer so eine geil vorlaute Schnauze. Ah. Und wenn du dann auf die Nase fällst, ist noch besser. Da freuen sich die meisten drauf. Oh! Ey, Junge, das ist echt ein Zufallsbruch. Aussteigen! Oh. Ich und bin auch drauf gekommen. Er hat sein Pro-Bosser-Glock wieder aktiviert, Freunde. Pro-Bosser-Love! Okay, ist unmöglich. Mein Fallschirm liegt jetzt noch da, egal. Ich mache jetzt einen meiner Mitspieler stolz, ich mache jetzt einen Bloody. Mach mal. Mach mal! Das heißt, ich finde einfach eine Abkürzung. Okay, okay.
Okay. Ist erlaubt, es sei dir gestattet. Okay, da rein. Okay. Geil. Okay, so fällt mir auch nicht. Hallo. Okay, Anime ist doch schwerer als ich denkt. Hallo, Anime-Fan! Wow, er rasiert hier durch. Oh, ein bisschen nach oben. Ja, sauber. Sauber. Oh, hier raus. Was muss ich noch einmal drehen? Das ist dein scheiß Ernst? Wow! Digga, ich muss da wirklich drehen! Geil! Da habt ihr immer noch Probleme mit! Gott. Nein! Scheiße! Geilo! Aber nicht rückwärts drehen, sondern vorwärts drehen. Also von vorwärts in die andere Vorwärtsrichtung. Okay. Fast, Freunde, fast. Aber ich glaube, ich weiß wie. Da werde ich gegen. Warte, so. Gib doch mal Gas, du Lappen! So, Bladi, ich hoffe, ich hab dich stolz gemacht. Muss ich vielleicht doch nicht drehen? Hab ich da gerade nur Scheiße gesehen? Ja, kann auch sein. Aber ich hab's fast geschafft. Wir kriegen das hin. Come on. Come on, baby, let me fly. Ich hab mal gehört, Goldfische sehen das, was sie sehen wollen. Das kann gut sein, ne? Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir Mui recht. So, Freunde. Jetzt haben wir ihm genügend Vorsprung gelassen. Digga, das kann doch nicht dein Ernst sein. In die Richtung müssen wir... Der hat sogar Führungsschiene eingebaut? Wow. Ich glaube, ich musste mich da gar nicht drehen. Ich habe keine Ahnung, was für Y-Augen ich da gerade wieder entwickelt habe. Aber ich versuche es nochmal so. Digga, das kann doch nicht dein Ernst sein jetzt hier. So, Und muss ich ganz normal so aufhören? Verdammt! Ich fahre hier fast alles fürs Try gerade. Lol, ich musste mich gar nicht drehen, ich habe irgendwelche Y-Augen. Ey, Digga, was ist denn los mit mir? Unglaublich. Nein, aber jetzt konnte Anime-Fan mal so ein bisschen aufholen. Ja. Das ist ja auch was Gutes. Hat ja auch was. Er ist gleich bei dir. Monkey Marvin. Komm, wir stehen, So, Freunde, und weiter geht's. Die Aufholjagd, sie hat begonnen. Ah, ich bitte dich, werd nicht albern. Doch. Okay, so, war sauber gebaut. Hier noch nicht raus. Oh, okay. Da braucht man Pro-Bosser-Glück, Freunde. Wohin? Das Problem ist, da kann man auch den Copy machen. Ich muss jetzt einfach hier wieder rausfahren? Hallo? Ach, einfach hier hin, hallo? Einfach hier hin? Ich bin gleich bei dir, dann zeig ich dir mal das. Oh. Ich hab echt einen Kopf. Oh. Also da wurde wieder gezeigt, wie Blindfisch-Boss da drauf ist, wirklich. Aber du hast wahrscheinlich unglaublich, was ich da manchmal sehe. Du hast eben bei dem Sprung wahrscheinlich richtig Glück, gehe ich mal von aus. Hä, Glück? Bei diesem Long Jump auf die Plattform. Digga, sowas wie Glück kenne ich gar nicht. Ich habe gerade nämlich den Copy gemacht. Bro, Bosse! Scheiße, wohin? Und respawn, Freunde, damit wir scheiße sind. Hupa! Hallo! Blindfisch Bossa! Muss ich da nur drauf? Nein! Full Speed, Baby! Okay, hier ist ein Ring, da muss man noch. Monkey Marvin! Bist du schon bei dieser Riesen-Cube? Ja? Nein! Nein! Die Frage ist, man könnte runterspringen, die Abkürzung fahren oder muss man die Tube fahren? Ich kann natürlich auch erstmal die Tube fahren, Freunde. Schauen wir uns das mal an. Du musst die Tube fahren, bitte dich. Man kann auch eine Abkürzung fahren. So bist du also drauf? Wenn der Map aber mir solche Schwächen lässt, nutze ich die aus. Okay. Aber ich fahre beim First Try erstmal die Tube. Und dann nutze ich Schwächen aus. Oh! Ich muss ja mein Entchen stolz machen. Aber diese Map rasieren wir hier gerade wirklich gepflegt weg. Na, hier haben wahrscheinlich andere mehr Probleme. Eine Stelle war peinlich, aber sonst läuft's. Ich hab schon wieder den Copy gemacht. Leck mich. Nein! Kennst du das, wenn man abspringt und genau über den Punkt drüber springt? Ist das der Copy? Ja, das ist der Copy-Mann. Für mich ist der Copy eher, wenn man irgendwas kopiert und... Nee, bei uns ist der Copy-Mann. Copy machen! So, jetzt wollen wir mal, Das war gut, Freunde. Einfach mal ein bisschen mehr Speed ran. Nein, ich glaube, ich bin falsch, oder? Nein, ich bin richtig! Hallo, Anime-Fan, da bist du!
Grüße, Grüße! Grüße gehen raus? Ja, Grüße gehen raus, aber... Nein! Ich bedanke mich jetzt erstmal, dass du mitgemacht hast und... Ich glaube, ich fahre jetzt hier noch ein paar Punkte ab. Boah, das war so langweilig, sowas am Ende zu machen, Freunde. Map aber, da bin ich leider gegen. Wow. Ja. So, wir fahren noch ein bisschen rum hier. Und dann hat er es leider geschafft. Dann hat er es geschafft, ich würde sagen, 2-0 für Pro Bosser. Ich habe ihm was für sein Ego gelassen heute, Freunde. Auf mein Konto. Ehre genommen von Anime-Fan. Nächstes Mal kannst du wiederholen. Ist Wanderpokal heute. Ah. Du wirst schon die Zeit haben, mir wieder die Ehre zu nehmen. Ja. Spätestens in meiner nächsten Map, dann werdet ihr wieder richtig. Wie versprochen. Feiern! Wow! Geil! Aber du hast gut rüberschossiert, muss man ehrlich zugeben. Dankeschön, Dankeschön! Wow, ich verschwinde die Auswahl raus. Wow. Ich bin auch wirklich in Deko, kann man sagen. Da kann man wieder sagen... Was für ein Trottel, Alter! Heute ist Anime-Fan als Deko-Ersatz mal durchgegangen. Muchachos, ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben, schaut bei Anime-Fan vorbei und wir hoffen, dass übermorgen Deko wieder dabei ist. Ich kann euch jetzt schon mal versprechen, Deko ist morgen nicht dabei bei der GTA-Folge, aber vielleicht übermorgen wieder. Bis dann, Muchachos, reingehauen. Ciao, ciao.